Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um Messwerkzeuge. Ich weiß, da gab es schon mal ein Video vor 2 Jahren. Seht das hier so ein bisschen als Update, denn in diesen 2 Jahren ist ein bisschen was hier in der Werkstatt passiert. Aber auch was den Handel angeht, vor allem hier bei den Kombiwinkeln, ist da leider ein bisschen was passiert, sodass dieses Video von vor 2 Jahren nicht mehr ganz aktuell ist. Ich werde auch in dem Video von vor 2 Jahren das hier nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Ein Schwerpunkt des Videos wird auf dem Thema Winkel liegen, denn da ist ja im Moment einiges am Markt. Der Markt wird regelrecht überschwemmt von roten Aluminiumwinkeln. Ich will das auch gar nicht werten. Ich habe vor einigen Jahren mal Woodpecker-Winkel getestet und kam für mich zu dem Schluss, dass ich diese Winkel von der Handhabung her nicht gut finde. Das hat einen ganz einfachen Grund. Diese Winkel haben sehr dicke Schenkel. Wenn man die nur als Winkel verwendet, ist das soweit okay. Wenn man die Skala verwenden möchte, dann ist dieser dicke Schenkel sehr schlecht, weil dann dieser sogenannte Parallaxefehler auftritt, wenn man die Skala ablesen will. Man muss also immer im 90-Grad-Winkel auf diese Skala schauen, damit man die gut ablesen kann. Je dicker der Winkel wird, umso schlimmer wird das. Ich habe hier mal einige Winkel- und Messwerkzeuge hingelegt, über die ich heute in diesem Video mit euch reden will, die ich euch vorstellen möchte. Die beiden hier habe ich euch ja vor 2 Jahren in dem Video bereits gezeigt. Die habe ich damals in England bei Exminster bestellt. Kurz darauf war der kleine nicht mehr verfügbar. Wie es im Moment da aussieht, kann ich euch überhaupt nicht sagen. Auf jeden Fall hat sich ja in den letzten Jahren einiges beim Bestellen in England geändert. Das ist teurer geworden. Also da müsst ihr schauen, wenn ihr euch für diese beiden Winkel interessiert, ob das preislich noch interessant ist oder ob man da schon bei den etwas teureren Varianten von Starrett liegt, wenn man die ganzen Nebenkosten mit berücksichtigt. Starrett könnt ihr ja hier problemlos in deutschen Online-Shops kaufen. Nichtsdestotrotz verwende ich die immer noch gerne. Die sind auch noch super in Schuss, haben natürlich Gebrauchsspuren, weil sie eben benutzt werden. Aber kann ich im Prinzip uneingeschränkt empfehlen. Dann habe ich euch ja auch den Wolfkraft-Winkel hier so ein bisschen empfohlen. Da stehe ich auch immer noch dazu. Der ist für das Geld wunderbar, wenn man Anschläge benutzt. Solche Anschläge für Zimmermannswinkel. Habe ich euch ja auch schon erklärt. Dann ist der auch genau. Als Alternative zu diesem Wolfkraft habe ich jetzt aber hier einen japanischen Zimmermannswinkel von Shinwa. Da habe ich hier andere Anschläge drauf. Ich habe euch ja bei dem Wolfkraft-Winkel die runden Veritas-Anschläge gezeigt. Das hier sind ein bisschen andere. Die haben einen gewissen Vorteil, da komme ich gleich dazu. Und der hier hat auch 500 mm Schenkellänge auf einer Seite, 250 auf der anderen, sogar noch einen Tick länger, ich glaube 520 hat er im Endeffekt. Ist relativ dünn, dadurch funktioniert die Skalierung auch wieder gut, was das Ablesen angeht. Die Skalierung ist wirklich sauber aufgebracht, die ist auch leicht vertieft, die ist also nicht nur gedruckt, das merkt man hier. Ihr habt eine Innenskalierung am langen Schenkel und eine Außenskalierung an beiden Schenkeln. Und wie gesagt, hier die beiden Anschläge noch dazu, die müsst ihr separat kaufen. Und ich zeige euch mal, wie das funktioniert und mache auch den Umschlagtest mit dem Winkel. Und ich mache den verschärften Umschlagtest. Im Gegensatz zu den Anschlägen von Veritas sind die hier beim Shinwa sechseckig. Und eine Ecke läuft hier vorne spitz zu wie ein Zeiger, wie ein Pfeil. Und das ist wirklich praktisch, denn ihr könnt das Ganze hier an diesen Linien schön ausrichten, beispielsweise hier 200 mm. Dann positioniert ihr den zweiten auch hier bei 200 mm. 200 sind jetzt nicht ablesbar, aber hier gegenüber die 80 sind ablesbar. Ihr könnt das auf diesen Strich gehen, die Spitze auf den Strich setzen. 200, 200 ergibt genau 45 Grad. Entweder so oder so. Wer ein bisschen mathematisch begabt ist, der bekommt hier auch noch andere Winkel raus. Setzt ihr diese beiden Anschläge unten an den kurzen Schenkel, habt ihr einen herkömmlichen Anschlagwinkel. Und mit dem mache ich jetzt mal einen etwas verschärften Umschlagtest. Den Umschlagtest kennt ihr bestimmt. Ihr legt einen Winkel an, zieht einen Strich, dreht den Winkel um und prüft, ob diese Kante hier wieder genau am Strich liegt. Wenn ja, ist der Winkel exakt im rechten Winkel. Wenn nicht, habt ihr eben eine entsprechende Abweichung. Und diesen Umschlagtest kann man sogar noch etwas verschärfen.
indem man den mit einem Anreißmesser macht auf einem Kreppband oder einem anderen dicken Klebeband. Achtet immer darauf, dass diese Anschläge hier sauber sitzen und so weit auseinander positioniert werden, wie es nur irgendwie geht. Das muss hier natürlich weg. Diese Kante hier ist gerade geschnitten. Hier auch noch weg. Jetzt wird der Winkel angelegt. Gut festgehalten. Dann schneidet man das Kreppband weg. Das Anreißmesser steht gerade, liegt an der Kante an. So schneidet man jetzt ganz präzise an der Kante entlang. Das wird abgezogen. Und jetzt könnt ihr den Winkel umdrehen und an die geschnittene Kante halten. Da seht ihr, ob ihr eine Abweichung habt oder nicht. Ich versuche mal, ob ich das mit der Kamera hier einfangen kann. Ich zoome jetzt einfach mal ran und hoffe, dass die Kamera das irgendwie scharf stellen kann. Und ihr seht, der Winkel liegt jetzt an der Kante an. Der ist also genau. Genauer braucht kein Winkel für die Holzbearbeitung zu sein. Und die wenigsten von euch haben überhaupt die Messwerkzeuge, um so einen Winkel über diese Prüfung hier hinaus noch auf seine Rechtwinkligkeit zu prüfen. Von daher finde ich diesen Winkel hier, was die Preis-Leistung und die Genauigkeit angeht, wirklich super. Ich habe mir mal ein paar Preise rausgeschrieben. Dieser Winkel kostet derzeit 32 Euro, die Anschläge kosten 12 Euro. Also 44 Euro für das komplette Teil, 500 mm Schenkellänge. Und ihr habt gesehen, genau und gut ablesbare Skala. Jetzt braucht man natürlich nicht immer nur diese großen Winkel, man braucht auch kleine. Wie gesagt, hier, dieser kleine Kombiwinkel ist ja eigentlich der Winkel, den ich am meisten benutze. Ich stelle mal die Platte hier weg. Ich habe mir jetzt aber noch einen weiteren kleinen Winkel gekauft, einen Schlosserwinkel. Der ist beim Anreißen unheimlich praktisch, hat hier eine Schenkellänge von 75 mm und hier 50 mm. Die gibt es mit Schenkellängen von bis zu 600 mm. Kann auch sein, dass es größere gibt. 600 mm habe ich auf Anhieb gefunden für um die 100 Euro. Also je größer, desto teurer, ist klar. Der hier kostet gerade mal 10 Euro. Der ist zum Anreißen und zum Messen natürlich, ganz klar. Der ist wirklich sehr, sehr handlich. Wenn ihr an der Hobelmaschine arbeitet, wollt die Rechtwinkligkeit prüfen, könnt ihr hier mitmachen. Wenn ihr irgendwelche Anrisse auf Kanten macht, könnt ihr hier mitmachen. Der Vorteil ist auch, dass diese Kante hier sehr dick ist. Da könnt ihr ein Anreißmesser wunderbar dran entlang führen. Der ist sauber verarbeitet und für 10 Euro kann man jetzt wirklich nicht meckern. Genauigkeitsklasse 2, DIN 875, ist also entsprechend gefertigt. So viel also zu den Winkeln. Wenn ihr was Preisgünstiges haben wollt, das wirklich genau ist, der in groß, der in klein. Kombiwinkel sind so eine Sache, schwierig zum vernünftigen Preis zu bekommen. Wenn ihr günstige kauft, könnt ihr Glück haben, dass sie genau sind. Ihr könnt auch Pech haben, dann sind sie ungenau, dann müsst ihr die Dinger zurückschicken. Müsst ihr selbst entscheiden, ob ihr das wollt. Und zum Schluss, den habe ich euch auch mal gezeigt, kann man auch Winkel selber bauen. Und das will ich mal hier in einem Video machen. Ich will ja auch Reste verwerten. Und da dachte ich mir, ich mache mal einen Winkel, ohne dass man einen Winkel haben muss. Denn einen rechten Winkel als Referenz könnt ihr mit dem Zirkel konstruieren. Da habe ich euch mal ein Video verlinkt, wie man einen rechten Winkel ohne irgendwelche Spezialwerkzeuge konstruiert. Zum Beispiel auf einer Platte. Und dann könnt ihr, wenn ihr selber einen Winkel baut, den danach ausrichten und habt einen genauen rechten Winkel. Wie gesagt, das wäre, denke ich mal, ein schönes Videothema für hier. Einen Winkel aus Restholz bauen. Wo wir gerade beim Zirkel sind, das ist auch ein Werkzeug, was ihr euch mal anschauen könntet. Einfache Spitzzirkel wie der hier kosten auch nur so um die 10 Euro. Das ist kein Hightech-Werkzeug. Und mit dem könnt ihr nicht nur Kreise machen, wie man es bei einem Zirkel vermuten könnte, sondern auch wiederkehrende Maße einstellen.
und immer wieder irgendwo anzeichnen. Das ist auch ganz praktisch. Dann habe ich auch in einem älteren Video mal einen Nachbau von einem Tightmark-Streichmaß gezeigt, von dem ich nicht sonderlich überzeugt war. Ich habe euch in dem Video das von Veritas empfohlen. Ich verlinke euch das Video, auch wo es losgeht, könnt ihr einfach draufklicken. Inzwischen habe ich mich dazu entschlossen, das Original Tightmark mir zu beschaffen. Sicherlich kein Werkzeug für den Einsteiger. Das ist eher was, was man kauft, wenn man ja im Prinzip schon alles hat. Das ist eher ein Haben-Wollen-Werkzeug als ein Werkzeug, das man braucht. Das Veritas-Streichmaß macht seinen Job genauso gut. Das Tightmark ist einfach von der Bauweise her ja, robuster, stabiler gemacht. Da hat man einfach ein anderes Gefühl dabei. Und ein Riesenvorteil, ihr könnt aus dem Tightmark-Streichmaß ein Zapfenstreichmaß machen. Da bekommt ihr nämlich diese Messer hier separat zu kaufen. Die schiebt ihr hier auf die Stange mit entsprechendem Abstand und könnt zwei Linien auf einmal machen. Wenn ihr drei Linien braucht, kauft ihr euch noch so ein Rad, schiebt es auch drauf. Nachteil, ich habe mal geschaut, es gibt derzeit keinen deutschen Händler. Ihr müsst das also im Ausland bestellen. Bevor ihr in England bestellt, schaut mal in den Niederlanden. Da gibt es auch einige Shops, die solche Werkzeuge verkaufen. Da ist der Bezug wahrscheinlich einfacher als in England oder direkt in den USA. Wenn ihr eine Quelle habt, könnt ihr die gerne in den Kommentaren verlinken. Ein super Werkzeug, schlägt aber auch mit rund 100 Euro zu Buche, ohne das Zubehör. Also nichts, was man unbedingt haben muss. Was ich jetzt nicht mehr kaufen würde, wäre das Streichmaß hier. Das habe ich mal bei Diktum gekauft, relativ teuer. Das war auch so ein Impulskauf, den ich heute zwar nicht bereue, aber auch nicht mehr machen würde. Das ist ein Streichmaß aus Holz und Messing mit einer langen Anschlagkante. Ein ganz dünnes Messer, super verarbeitet, ein richtiger Handschmeichler. Aber ich glaube, ich habe damals 70 Euro bezahlt. Ist schon eine Stange Geld und ich habe gemerkt, dass ich es nur selten benutze. Also auch das wäre etwas, was eher in die Kategorie haben wollen fällt, als dass man es braucht. Beim Anreißmesser habe ich euch auch schon mal verschiedene gezeigt, bin ich eigentlich immer wieder hier bei meinem preisgünstigen Messer von Pfeil, ich glaube aus der Schweiz, stammt das Ganze, gelandet, weil es mir einfach am besten in der Hand liegt, weil der Stahl wirklich gut ist, es bleibt lange scharf und ja, gefällt mir vom Handling her bisher am besten. Benutze ich auch gerne. Ist wie gesagt recht preisgünstig, kriegt ihr weit unter 20 Euro. Was inzwischen gehen musste, ich weiß nicht, ob ich euch das mal vorgestellt habe, ist eine preisgünstige Schieblehre, die unter dem Label Burgwächter läuft. Die bekommt man in verschiedenen Online-Shops. Da habe ich inzwischen aufgerüstet und habe mir die hier gekauft. Der Hersteller ist Mitutoyo, dürfte einigen von euch was sagen, ist ja einer der besten Hersteller für Messwerkzeuge und da habe ich mir vor ja, gut zwei Jahren diese Schieblehre hier gekauft, Entschuldigung, Messschieber, und ja, die funktioniert hervorragend. Das Besondere ist hierbei, dass sie das Maß behält, auch wenn man sie ausschaltet. Ich glaube, das können nicht alle. Sie ist sehr genau. Bei anderen digitalen Messschiebern hat man schon mal den Effekt, dass, wenn man sie ausschaltet, wieder einschaltet, dass sie nicht bei Null bleibt, sondern auf ein etwas anderes Maß im Zehntelmillimeterbereich springt. Ist jetzt nicht wirklich tragisch, hat mich aber irgendwie gestört. Und das Schöne hier an der Mitutoyo ist, sie hat eine Feststellschraube. Man kann also ein Maß einstellen und sie so gesehen als Schablone für irgendwas benutzen. Und hier ist auch immer noch die erste Batterie drin, obwohl ich den ganz oft vergesse auszuschalten. Also die Batterielaufzeit ist wirklich immens und bin ich sehr zufrieden damit. Ist aber auch ein Werkzeug, was man sich irgendwann mal kauft, wenn man alles andere schon hat. Also wie das Beispiel vom Schlosserwinkel und hier vom Zimmermannswinkel zeigt, müssen Messwerkzeuge nicht rot oder aus Alu sein. Sie müssen nicht teuer sein. Ihr kriegt für wesentlich weniger Geld sehr gute Messwerkzeuge. Es mag sein, dass diese Alu-Werkzeuge den einen oder anderen Vorteil für euch haben könnten. Das müsst ihr selber entscheiden. Aber mein Tipp wäre, vergleicht wirklich mal die Preise.
Und wie gesagt, auch der hier ist genau. Da gibt es gar nichts zu meckern. Überlegt, was braucht ihr, was wollt ihr, wie wollt ihr damit arbeiten. Und wenn ihr weitere Tipps für günstige und richtig gute Messwerkzeuge habt, schreibt sie ruhig in die Kommentare, haben ja alle etwas davon. Es kann sein, dass nächste Woche kein Video kommt. Im Moment habe ich sehr viel um die Ohren und die Online-Kurse haben bei mir definitiv Vorrang vor YouTube. Deswegen, ja, es kann sein, dass was kommt, es kann aber auch sein, dass keins kommt. Da mache ich mir jetzt keinen Stress. Ihr seht ja, wenn was kommt, wenn ihr bei mir reinschaut. Ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin viel Spaß in eurer Werkstatt und habt einen schönen Tag.